Immobilien sind euch zu teuer geworden, es gibt keinen Cashflow mehr und die Rendite ist im Keller? Ja, das mag in Deutschland so sein. Aber wenn ihr euch für Immobilien interessiert, dann schaut mal, wie ich hier in den USA investiere. Hier gibt es noch Objekte mit Rendite und Cashflow, auch für Investoren, die nicht hier leben. Let's get into it! The Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es um die Themen Investition, Immobilien und deren Management. Ich lebe seit vielen Jahren hier bei Philadelphia und konzentriere mich als Immobilieninvestor auf die Region hier an der Ostküste der USA. Das hier ist Folge 2 meiner dreiteiligen Serie über meine Investitions- und Immobilienstrategie. In Folge 1 ging es darum, warum ich Immobilien überhaupt an sich als spannende Anlage betrachte. Wer das Video verpasst hat, den Link zur gesamten Playlist findet ihr unter diesem Video hier. Heute geht es darum, Immobilien, ja, aber genau US-Immobilien sind die spannendste Anlageform für mich. In Folge 3 der Serie schauen wir uns an, wie ihr von Europa aus hier in den USA Investitionsobjekte finden und vielleicht auch kaufen könnt. Aber dazu mehr in Folge 3. Heute Folge 2. Was macht Immobilien hier in den USA so spannend und kann ich mir überhaupt eine US-Immobilie leisten? Und da behaupte ich, ja, sogar eher als eine europäische bzw. eine deutsche Immobilie. Steile These, sagt ihr? Schauen wir uns die Zahlen an. Was macht meiner Meinung nach den Markt hier so attraktiv? Das können wir mit Zahlen belegen. Also das wäre die Webseite Numbeo. Den Link dazu, den setze ich euch auch unter das Video in der Beschreibung. Und hier sehen wir die Zahlen über die Ländergrenzen einfach mal hinweg verglichen. Schauen wir uns normale Statistiken an, die man so kennt, zum Beispiel das Verhältnis Immobilienpreise zum Einkommen. Das ist ein Indikator, je geringer, desto gut. Das heißt, wie viel Jahreseinkommen muss man mitbringen, um sich eine Immobilie zu kaufen. In dem Fall ist das Ganze berechnet. Wer das genau wissen will, kann sich auf der Webseite hier mal die Indizes anschauen bzw. die Berechnungen dazu anschauen. Das Ganze basiert auf einer 90 Quadratmeter Wohnung und das ist dann unterteilt nach Stadtzentrum und Nicht-Stadtzentrum im Mittel. Irgendwo zwischen Berlin und München. So, schauen wir es uns an. Das Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen. Ganz oben Saudi-Arabien und hier auf Platz 3 finden wir schon die USA. Das heißt, man braucht 3,7 Jahresgehälter, Durchschnittsjahresgehälter, um sich hier in den USA eine 90 Quadratmeter Wohnung zu kaufen. Schauen wir uns an, wo liegt Deutschland? Hier unten bei 9,35. Also 9,35 Deutschland und USA 3,72. Sagen wir mal ein Drittel, grob gerechnet. Was wäre in dem Fall noch wichtig? Zum Beispiel die Mietrenditen. Welche Renditen lassen sich hier in den USA denn erzielen? Rein statistisch. Haben wir eine Brutto-Mietrendite im Stadtkern? Na, sagen wir von 9. Außerhalb des Stadtkerns sagen wir von 11 rund. Also gehen wir hier aus von 9 bis 11. Nehmen wir Deutschland dazu, sind wir bei 3% bzw. 3,5%. Nochmal 9 bis 11 in den USA. 3,2 und 3,5% in Deutschland. Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist ja ein Durchschnittswert, da gibt es natürlich günstige Regionen. Aber das ist auch in den USA ein Durchschnittswert. Von daher nimmt sich das nicht viel. Nehmen wir einfach eine andere Kennzahl, den Faktor, also das Multiple. Also wie viele Jahresmieteinnahmen, Bruttomieteinnahmen braucht es, um dieses Haus zu refinanzieren. Hier in den USA, im Stadtkern, sagen wir 11 Jahre. Außerhalb des Stadtkerns 9 Jahre. Also wieder 9 bis 11 Jahre braucht es circa, um eine Wohnung zu amortisieren. Also der Faktor. Kleine grobe Hausnummer einfach nur. In Deutschland sind wir bei 28 Jahren außerhalb des Stadtkerns und 31 Jahren im Schnitt innerhalb des Stadtkerns. 9 bis 11 USA, 28 bis 30 in Deutschland. Also niedrigere Immobilienpreise, höhere Rentabilität und geringere Faktor, spricht alles für die USA. Aber das ist nur eine grobe Richtung, wohin es geht. Die Zahlen an sich sind eins, der gesamte Prozess und die Finanzierung sind das andere. Und das schauen wir uns jetzt an. Der Kauf- und Verkaufsprozess von Immobilien hier in den USA spricht ganz klar für den Markt. Es ist ein transparenter Prozess, man sieht, was man kauft, wo man es kauft, beispielsweise Kriminalitätsraten, beispielsweise man weiß, wer der Eigentümer der Immobilien ist oder der gesamte Prozess an sich. Der Prozess, der Kauf- und Verkaufsprozess ist standardisiert, transparent und teilweise in manchen Bundesstaaten auch gesetzlich vorgeschrieben.
Ob man jetzt einen Makler nimmt oder nicht, ist in dem Fall völlig egal. Der Prozess ist der Prozess. Beispielsweise gibt man mit der Abgabe des Angebotes schon an, wann man den Eigentumsübergang haben möchte. Im Schnitt so 30 Tage. Und dann baut man noch so Züge ein, wo man zum Beispiel sagt, nach 10 Tagen habe ich eine Inspektion und danach sind wir uns über einen neuen Preis einig, falls wir in der Inspektion was finden. Nach 15 Tagen oder 20 Tagen haben wir eine fertige Finanzierung von der Bank oder wir zahlen Cash, je nachdem. Und nach 30 Tagen, komme was wolle, gibt es diesen Closing-Termin, wo der Eigentumsübergang stattfindet. Sehr transparent, sehr offen und sehr nachvollziehbar. Klarer Vorteil für den US-Immobilienmarkt. Die Finanzierung hier ist flexibler. Was heißt das? Es gibt einen gravierenden Unterschied und zwar, es wird für Investoren hier in den USA keine 100 oder gar 110% Finanzierungen geben. Die Banken und Credit Unions hier in den USA wollen, dass ihr als Investoren Skin in the Game habt, also dass ihr einen Anteil vor Ort mit im Haus drin habt. Und die lassen Investoren auch nicht unter 20-25% Eigenkapital gehen. Die Zinsen liegen derzeit bei 4-5% bei sogenannten Commercial Loans. Und das ist eine Zinsbindung von 5-15 Jahren auf eine Amortisationszeit von 25-30 Jahren gerechnet. Das sind so die Modalitäten für Commercial Loans von den Banken und Credit Unions, mit denen wir bisher hier zusammengearbeitet haben. Moment, ich habe höhere Zinsen. Ich habe höheres gebundenes Eigenkapital, weil ich keine 100% finanzieren kann. Ich habe kurze Kreditlaufzeiten. Und was ist dann daran flexibel, bitteschön? Ganz klar, man kann das Haus sofort wieder verkaufen. Es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, ich kaufe heute ein Haus für 200.000, morgen bietet mir eine 300.000. Dann nehme ich den Scheck, die 300.000, löse den Kredit nahtlos bei der Bank ab und den Restbetrag gibt mir die Bank wieder Cash raus. Und einen Steuervorteil gibt es auch noch, denn diese 100.000 müsste ich im Normalfall versteuern. Es sei denn, ich nehme diese 100.000 und stecke sie in ein neues Projekt. Dann ist es steuerfreies Geld. Das nenne ich flexibel. Was meint ihr? Eine weitere flexible Finanzierungsmöglichkeit ist Cash. Wenn ihr zum Beispiel in Europa eine Hypothek auf ein Haus aufnehmt und dafür einen europäischen Zinssatz bekommt und mit diesem Geld hier in den USA einkaufen geht, könnt ihr beispielsweise Cash ein Haus kaufen und mit diesem Haus ein sogenanntes BRRRR machen. BRRRR steht für Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. Das heißt nichts weiter als, ihr kauft das Haus, beispielsweise ist heruntergekommen oder hat ziemlich einen Reparaturnotstand. Ihr kauft dieses Haus, renoviert es, vermietet es gut und geht dann nach der Renovierung ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr später zur Bank und sagt, liebe Bank, das ist das Haus, das würde ich gerne refinanzieren. Dann guckt sich die Bank das an und sagt, alles klar, wir refinanzieren dir das und hier hast du einen Scheck. Beispiel, ihr zahlt für das Haus in seinem Zustand 50.000, renoviert das nochmal für 50.000 oder 100.000, je nachdem, und vermietet das. Und geht nach einem Jahr zur Bank und die Bank sagt, alles klar, wir schätzen das Haus auf 200.000, 250.000. Das wird man dir finanzieren. Du musst aber 20% mitbringen. Das habt ihr ja schon in dem Haus drin. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Bank euch einen Scheck schreibt und ihr sozusagen euer Eigenkapital, was ihr anfangs reingesteckt habt, wieder rausziehen könnt und das Ganze wiederholen könnt. Also Repeat. Nochmal BRRRR. Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Immobilien sind euer Thema. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und dann verpasst ihr keine Folge. Super, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten, vielen Dank dafür. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf Folge 3 der Serie. In der letzten Folge schauen wir uns an, wie ihr vom heimischen Sofa aus hier in den USA spannende Investitionsobjekte finden und vielleicht auch selbst investieren könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.